Aber ich habe ihn innerhalb kürzester Zeit auf ein ziemlich niedriges Lebensstand runtergebracht. Könntet ihr vielleicht den Bogenschützen kontrollieren? Das wäre die also beste Variante. Der das Dorf ausspioniert hat. Ach, falsche Tasten, verdammt. Jetzt, wo ich dich sehe, verstehe ich, dass du dich nicht gezeigt hast. Oh, oh ja. Ich höre übrigens deine Stimme nicht mehr in meinem Kopf. Aber das weißt du bestimmt schon, oder? Also. So, mein Lieber, jetzt ist Schluss. Die herkömmliche Weise machen. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Da geht es. Ich bin hergekommen, um zwei Dinge zu tun. Pilze zu sammeln und jemanden in den Arsch zu treten. Weißt du was? Ich habe keine Pilze gefunden. Wenn ich doch schon mal auf dem Boden liege. Shit! Okay. Also bist du es, der das Dorf ausspioniert hat. Jetzt, wo ich dich sehe, verstehe ich, dass du dich nicht gezeigt hast. Oh ja. Sehr schön. Ich höre übrigens deine Stimme nicht mehr in meinem Kopf. Aber das weißt du bestimmt. Also, wenn du mir etwas erzählen willst, musst du es auf die herkömmliche Weise machen. Shit. Vergiss es. Ich bin hergekommen, um zwei Dinge zu tun. Nein. Oh, Scheiße. Mann! Vielleicht kann ich... noch ein bisschen was machen. Ist weg. Mal sehen, ob es wiederkommt. Das wäre der Schutz vor den ersten... Also bist du es, der das Dorf ausspioniert hat. Ach du da bin ich ja jetzt schon fast tot. Dass du dich nicht gezeigt hast. Ja. Ich muss als erstes den Bogenschützen irgendwie ausschalten. Das, weil der einfach viel zu viel zieht. Also bist du es, der zieht. Das Dorf ausspioniert hat. Jetzt, wo ich dich sehe, verstehe ich, dass du dich nicht gezeigt hast. Okay. Keinerlei Schaden genommen, das ist schon mal gut. Oh ja. Ich höre übrigens deine Stimme nicht mehr in meinem Kopf. Aber das weißt du bestimmt schon, oder? Komm schon. Also, wenn du etwas erzählen willst, musst du es auf die herkömmliche Weise machen. Fünf. Anpeilen. Vergiss es. Ich bin hergekommen, um zwei Dinge zu tun. Pilze zu sammeln und jemanden in den Arsch zu treten. Weißt du was? Ich habe keine Pilze gefunden. Das Problem ist, die ist jetzt tot und die wird auch tot bleiben. Ich muss mich dem Vieh irgendwann stellen. Okay, Lebenstrank und ich laufe vor dir weg.
Verdammt. Ich komme jetzt an der Ecke nicht weiter. Okay, das größte Problem ist jetzt einfach, dass meine Partnerin da nicht aufwachen will. Was damit? Schön für dich, das kann ich auch. Okay. Ja, ich gehe dann mal wieder auf Fluchttour. Und eventuell habe ich ja sogar noch einen Heilschrank übrig. Außer Sicht. Ich für den offensichtlich nicht. Oh Mann, Glück gehabt. Was macht er jetzt? Bricht er den das Genick oder wie? Ach klar, so ein langes Schwert, einfach mal ohne Ansatz da irgendwie reingerammt. Heieiei. Glaubst du, dass du gesiegt hast, Sterblicher? Die Todwandler kommen. Dein armseliges kleines Dorf wurde entdeckt und wird schon bald untergehen. Heute falle ich, doch Dutzende neuer Brüder und Schwestern werden auferstehen. Die dunklen Eisfürsten werden mich erneut beschwören und mich belohnen. Deine dunklen Fürsten haben sich noch nicht mit mir angelegt. Wenn du auf die Gerüchte hörst, was wirklich im Sumpf leben soll, dann sollten wir sofort ins Dorf zurückkehren. Wenn er recht hat und ein General den Angriff führt, dann kann nur deine Macht ihn stoppen. Oh, shit. Oh, shit. Das wird natürlich mal wieder was hier. Neue Rüstung. Ist aber uninteressant. Das hier ist doch viel interessanter. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Zeit verlangsamt sich, während du normal agierst. Ach du Scheiß. Relative Geschwindigkeit 100%. Dauer des Effekts 5 Sekunden. Wow. Das ist der Hammer. Das heißt... Ja. Ach, hier habe ich noch was nicht verteilt. Genau. 3 habe ich diesmal. Was ist das Ding? Chance, Gegenstände zu finden, plus 40%. Finden. Ja. Da ich hier nur Schütze habe und hier nichts weiter... Oh, Alchemist? Magietränke sind effektiver. Naja, ich habe jetzt so wenig benutzt. Gesundheit 110, da sind 20 Punkte schon viel. Wow, okay.
So. Dann können wir auch wieder das Licht anmachen. Edwin, ich muss... Worum geht es? Danke. Gar nichts. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt, wollte eigentlich geradeaus laufen. Nun dann, wollen wir mal sehen. Dafür ist keine Zeit. Ich sollte besser zum Dorf gehen. Hä, was ist denn hier noch? Ach, Tiefen. Oh Gott, da geht's noch tiefer in die Höhle, aber man klettert erstmal nach oben. Sicher doch. In die Tiefen klettert man nach oben. Deswegen sind Hochhäuser auch unterirdisch gebaut worden. Also gut, dann gehen wir nochmal ins Dorf zurück. Langsam dürfte meine Festplatte dann auch voll sein. Und dann... Oh, was wird denn jetzt? Ach, die physischen Veränderungen. Ja. Oh, mittlerweile habe ich rotglühende Augen. Das ist doch schon mal was. Und ich scheine auch schneller geworden zu sein. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass ich jetzt schneller sprinten kann als zuvor. Ach, die Todwandler sind da. Das heißt, wir dürfen wieder Spaß haben. Ach, wieder so ein Fettsack. Ah, nein. Um den muss ich mich zuerst kümmern. Gibt mir immer noch am meisten Schaden zu. Ich kümmere mich ja dann kurz um den hier. Ach nee, das war ja falsch. Oh Gott. Ich wollte gerade da wegrennen. So. Stil wechseln, um dem einen wieder auf die Fresse zu hauen. Weil das ja sonst nicht geht. Außer natürlich, er ist gerade mit was anderem beschäftigt. Also, es geht doch. Jetzt können wir auch endlich wieder diese verderbten Knochen sammeln. Und, ja. Oh, da ist einer. Hätte ich vielleicht achten sollen. Wow. In die Ecke wollte ich eigentlich nicht reinkommen. Schön, dass die Messer so schnell sind. Das hat sich auch noch irgendwie gesteigert. Ich müsste mal... kurz gucken bei Attributen. Okay, hat sich nicht verändert. Dann wollen wir doch mal auf zum Dorf. Da sind wir doch schon. Haha. Ist die Frage, wem ich jetzt Bescheid sagen soll. Oh. Oh shit, das hat er mich auch noch erwischt. Das geht mir jetzt auf den Sack. Und noch der letzte. Und damit ist er verreckt. Wo warst du denn? Wir stecken hier bis zum Hals in der Scheiße. Sie sind überall. Wir halten dieses Tor.
aber ich glaube, die anderen wurden schon überrannt. Weißt du, wo der Hauptmann ist? Er hat sich zur Mitte des Dorfs aufgemacht. Es klang, als ob es da drüben nicht besonders gut läuft. Du solltest ihm helfen gehen. Das mit dem Helfen erledigen wir dann wohl das nächste Mal. Jetzt können wir noch mal kurz die verlorenen Sachen einsammeln. Aber dann, wie kann ich dich denn errichten? Ja, wie auch immer. Das mache ich dann das nächste Mal. Das wird erstmal gespeichert. Bei der wird angespeichert. Okay. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao.